Wir sind wieder da, denn es gibt viel zu bequatschen. Obwohl, gibt es viel zu bequatschen? Ach, der Alltag halt, der uns quält. Die Deutsche Bahn, die dich gequält hat auf dem Weg. Die Deutsche Bahn ist. Ja, gut, ich denke mich auch, warum fährst du mit Auto? Ist gut für die Umwelt, gut fürs Klima. Aber gut, nicht gut für deine Nerven. Das überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, reine Fahrzeit mit der Bahn sind bei mir 40 Minuten. Mit dem Auto ungefähr 30. Also 10 Minuten plus. Und ich genieße tatsächlich die Fahrt, wenn es keine Komplikationen gibt. Ich nutze Sachen zum Lesen, Musik hören, Anime schauen, was auch immer. Und deshalb schaffe ich auch in der Regel ein mitteldickes Buch innerhalb von 2 Wochen. Also 5x40 Minuten fahre ich dann. Okay, also da muss ich wirklich dich loben, weil da nutzt du diese Zeit ja wirklich effektiv. Ich nutze es wirklich. Aber so Sachen wie heute, wo du dann wirklich vom Düsseldorf Hauptbahnhof bis zu nicht mal ganz Duisburg großen Hauptbahnhof 60 Minuten brauchst mit einem Zug, mit einer S-Bahn, die schon Verspätung hat, dann wirst du rausgeworfen. Erstmal, keine Ahnung, was los war. Dir sagt ja auch keiner was. Dann gehst du erstmal die ganze Meldung durch. Da wirst du auch nicht draus schlau. Dann kommt irgendwann der Nachfolgezug, den wir nehmen sollen, der natürlich auch Verspätung hatte. Und dann habe ich sage und schreibe 90 Minuten gebraucht. Also, ich bin also bestens bedient und harre der Dinge, die da noch kommen. Echt. Also kannst du denn quasi auch sagen, du wolltest ein Buch lesen in 2 Wochen, hast aber den ganzen Herr-der-Ringe-Band geschafft. So eine Art, ja. Aber vor allem, ich merke auch so, wie extrem leidensfähig wir geworden sind. Dann höre ich mir so an, was die Leute sagen. Ich bin schon voll sauer natürlich. Du willst ja auch irgendjemanden aufhängen, aber es gibt keinen. Irgendwas willst du kaputt machen oder anzünden. Aber keiner kann was dafür. Was? Trotzdem soll die ganze Stadt brennen. Und dann, ja, ist der Deutsche Bahn, was willst du machen? Sind wir ja gewohnt. Ach so, dann ist er gut. Wir sind das gewohnt. Ja, 5 Minuten Verspätung, das ist wahrscheinlich irgendwo anders. Ich meine, es gibt immer diese... Bis 6 Minuten ist es pünktlich in Deutschland. Dieser Klassiker ist ja immer, dass man sagt, ja, in Japan... Ich weiß gar nicht, ob es so ist, ob das einfach wieder nur so nach dem Motto ist, wiederhole es einfach häufig genug, dann werden es die Leute schon glauben. Ich weiß aber es nicht. Ist das eine Meldung wert? Kumulierte Verspätungen in einem Jahr von allen Zügen, 1 Minute noch was, ist das echt eine Meldung wert? Ja, wenn es stimmt, ja, dann das ist wirklich dann minimal. Aber echt, ey. Ja, man hat sich dran gewöhnt. Mittlerweile ist ja diese 5-6 Minuten wirklich, dass jeder darüber lacht oder die einkalkuliert. Nein, das ist kein Witz. Außer an den Tagen, ich meine, das ist bei mir schon lange her, dass ich auch mit der Deutschen Bahn unterwegs war, aber außer an den Tagen, wo du die Verspätung so ein bisschen einkalkulierst, dass du vielleicht denkst, ja, wird knapp, aber Verspätung ist immer 100% fährt er dann genau vor deiner Nase weg, wenn du ein bisschen damit gerechnet hast. Das kommt auch nochmal hinzu. Aber also, es ist echt nicht gut für die Nerven. Solche Tage ganz besonders. Hast du da nicht auch immer diese Leute, die hatte ich damals immer im Düsseldorf Hauptbahnhof, wenn so ein Zug anhält, die sich schon direkt vor die Tür gestellt haben? Ja, das sind auch diese extrem unangenehmen Passagiere. Und bevor die anderen ausgestiegen sind, so an der Seite vorbeischleichen wollen. Dazwischen, ne? Um sich hinzu. Da wirklich, da fordere ich diese Zugbegleiter, die ihn wirklich packen, so du nicht. Als allerletzter steigst du ein. Geht dann auch noch eine Stufe höher. Dann steigst du ein, so in dem Zug, der schon Verspätung hat. Und dann erstmal, ja, Fahrkarte bitte. Wie bitte? Mach du sie wegkommst, Alter. Ich will jetzt mich in Ruhe runterkochen. Ist wie mit dem Verkehr. Du kannst den frommsten Typen nehmen, Familienvater ausgeglichen, pack den in ein Auto und der ist ein potenzieller Mörder. Aber das kommt auch hinzu. Ich habe auch noch so Autotourette. Was ich auch nicht leiden kann, sind Staus. Die gehen mir auch auf die Nerven. Kennst, weil du, einen, ich, kennst du einen, der einen Stau mag? Keine Ahnung, aber es gibt Leute, die sind einfach da ein bisschen entspannter als ich. Und ich denke mir jedes Mal, was ist los? Warum komme ich nicht voran? Was ist passiert? Und weh, das ist nicht der schlimmste Unfall, den es je gegeben hat. Und dann guckst du, ist das nur so eine Fahrbahnverengung. Da kann ich ausrasten bei sowas. Ich kann dir die wenigen Male nennen, wo ich extrem entspannt war. Das war eigentlich immer nur dann, wenn es auf Arbeitszeit war. Also, ja, also wenn ich mit dem Wagen unterwegs war und ich war in einer anderen Dienststelle und dann heißt immer, der Weg nach Hause, der zählt auch noch zur Arbeitszeit. Ich habe den Stau verursacht. Das war mir völlig egal. Mag sein, aber echt, das ist mir echt nicht wert. Ich habe, klar, weil es ist ja bei 30 Minuten im Auto und 40 Minuten, wenn man jetzt aufrechnet, würde man sagen, ja, du bist ja 10 Minuten früher zu Hause, aber wenn du wirklich die Zeit 40 Minuten wenigstens nutzt, um deinen Horizont zu erweitern und einfach nur für dein Entertainment, ist es besser, als diese 30 Minuten ja komplett zu verschwenden. 100%. Selbst wenn du schneller zu Hause bist, dann hättest du ja effektiv nur 10 Minuten, die du irgendwie spaßig nutzen kannst. Letztens hatte ich auch den Fall, da war ich auch mit dem Auto unterwegs und
Fahrbahn, zwei wurden zu einer gemacht. Und klar, dann greift natürlich auch das Reißverschlussverfahren. Ja, ist interessante Wissenschaft hier. Und ich finde Reißverschlussverfahren jetzt nicht übermäßig kompliziert. Das ist einfach nur, du fährst bis ganz nach vorne auf der Spur. Aber da fängt es an. Nee. Ich warte hier, du wartest auch. Bis ganz nach vorne und dann ist halt im Wechsel. Ja, einer fährt rein, ja, dann kommt der von der. Dann der. So, vor mir sehe ich schon, wie so 10, 15 Meter vor dem Ende der Spur, ja, ich will jetzt aber schon links rein. Ja. Da verstehe ich natürlich auch die Links, dass die so ein bisschen angesickt sind. Mhm. So, die stehen so halb, quetschen sich gerade rein. Ich fahre an denen vorbei und stelle mich ganz nach vorne, auf meiner Spur aber, die dann in die andere übergeht. Ja. Stell mich ganz nach vorne nach links. Ich sehe schon den, der auf meiner Höhe steht, wieder zumacht. Ich meine, meine Tochter war mit dem Auto, aber ist mir dann auch egal. Die war zum Glück auch am Pennen. Ich fahre nur ein Stück nach hinten, mach mein Fenster runter. Zeig dem Mann auch Fenster runter. Ich sage, was ist mit dir? Der war jetzt, wo ich mich dann ja natürlich auch zusammenreiße, zum einen jetzt meine Tochter ist dabei und der saß jetzt auch mit seiner Frau. Seine Frau saß neben dem. Und war alkoholisiert. Da bin ich jetzt auch einer, weißt du, den will ich ja jetzt auch nicht irgendwie doof dastehen lassen, da vor seiner Frau. Auf jeden Fall habe ich dann auch gesagt, ja, mach mal runter, das ist, was ist denn los mit dir? Ja, ich so, wie, ja, ich habe mich da jetzt hier irgendwo reingedrängelt. Halte ich mich an die Regeln oder nicht? Funktioniert so das Reißverschlussverfahren, du fährst bis ganz nach vorne und ne, dann im Wechsel. Ja, aber machen alle nicht. Ich so, ja, aber ich habe doch keinen Fehler jetzt gemacht. Warum lässt es denn dann an mir aus? Lass doch an den anderen. Und dann war dieser Moment, weißt du, dann von dem, ja, dann fahr rein, so. Das hatte, ich habe es quasi dann gefressen und einfach so, okay, ne, mach jetzt keinen Palaver hier. Mhm. Aber das ist so für mich, nehmen wir mal an, du gehst jetzt zu, egal, irgendeine Burgerbude, du bestellst was. Und dann sagst du ihm danach, ich habe aber noch Pommes dazu bestellt. Die habe ich auch bezahlt. Ne? Also die stehen mit so, ja, hier, und dann schmeißt du mir die aufs Tablett. Ja. Also ich habe doch bezahlt, das steht mir doch zu, auch hier, ich halte mich doch an die Regeln. Wieso bin ich denn da noch so quasi auf dein Wohlwollen und noch nicht mal das, sondern noch auf deine spöttische Gnade, dieses, hey, du Lump, so nach dem Motto, fahr doch dann rein. Mhm. Aber gut, wir sind ja Erwachsene, deswegen habe ich das dann einfach so. Ja, aber das liegt wirklich daran. Du erkennst ja auch an folgender Sache, wenn du fährst und du merkst, okay, meine Fahrbahn wird gleich mit der anderen verschmelzen, das sind die, die stur gerade ausgucken. Nach dem Motto, wenn ich keinen Blickkontakt habe, sieht er mich auch nicht. Und du guckst so, Alter, ich will hier rein. Und ja, du hast recht, man muss bis ganz nach vorne fahren und rein. Nee. Du sollst schön hinten warten. Du darfst auf gar keinen Fall vor mir sein. Ich meine, bei jeder Regel gibt es vielleicht auch eine Unterbrechung. Wenn du jetzt siehst, da ist ein LKW, der ganz langsam anfährt und du kannst vorher schon reinscheren und du hältst damit keinen auf, meinetwegen. Aber davon reden wir ja nicht. Eben. Aber ja, auf der Straße, da sind, ich meine, fahr so schnell wie möglich bei den Spuren immer weiter nach rechts. Das ist pure Gehässigkeit. Du sollst auf einige, gar keinen Fall. Die dann noch, ich, diese Fahrlehrer, ja, die quasi dann sagen: Richtig. Hier ist 120 und ich fahre 120. Ja, kannst du, aber fahr doch nicht ganz links. Wenn jetzt einer irgendwie die Regel brechen möchte und der fährt jetzt 140, obwohl es nicht erlaubt ist, ist das ein Strafzettel. Sei doch froh, es geht doch, sind doch Steuergelder. Wird doch, ist doch eine Einnahme. Ja. Also, warum man dann noch extra ganz links fahren muss? Ja, es gibt auch andere. Du bist gerade im Überholvorgang, einer fährt vor dir 80. Auf der mittleren Spur, du willst damit links überholen. Ja, sorry, ich habe nicht den DeLorean. Also ich kann jetzt da nicht beschleunigen, auch auf 200 sofort. Und dann hast du schon von hinten einen mit dieser Lichthupe. Ja. Ja, entspannt euch doch mal. Also in solchen Fällen entspannt euch doch mal ein bisschen. Wenn einer es ja auch gerade versucht, wenn ich dann natürlich weiter auf links fahre und mich in den Fahrlehrer verwandle, dann kann ich den Frust verstehen. Aber gib mir doch ein bisschen Zeit. Ich bin tatsächlich ein Befürworter, ich oute mich hier, ein Befürworter des Tempolimits. Aber nicht, weil ich irgendwie jemandem die Freiheit wegnehmen will, sondern einfach, weil ich kein Raser bin. Ich bin so ein richtig so ein... Ich schleiche wirklich. Oh, 60 auf der linken Spur. So nicht, aber ich fahre eigentlich fast immer Richtgeschwindigkeit. Ja, also ich habe auch nichts gegen das Tempolimit. Vielleicht, aber, weil ich keinen Wagen habe, der schneller als 200 fahren kann, aber... Doch, deswegen, klar schaffen die unsere Karren das, aber das ist nicht der Punkt. Aber ich bin doch, glaube ich, bin noch nie 200 gefahren. Ja, ist auch nicht angenehm, echt nicht. Also vor allem, wenn du nicht selber fährst. Ich habe einen guten Kumpel, der fährt hier so ein, oder fuhr so ein VW, was ist das, Arteon. Also wirklich, der hat durchgedrückt. Natürlich muss der Sprit auch nicht darüber bezahlen, war ein Firmenwagen. Und der hat auch zu jedem gesagt, hau ab, Mann, fahr 200 oder verpiss dich. Und denkst du jetzt mal, Junge, so eilig habe ich es nicht. Ohne Hilfe. Wer schnell fährt, kommt alle immer näher. War es echt nicht wert, ne? Ja, du spürst keine Bodenwelle in dem Auto, aber ich denke mir, ein Fehler.
Und ich sitze mit dir hier im Auto, ich bin danach mit dir im Grab vielleicht auch. Ich will das aber noch nicht. Ich würde gerne noch die 50 erreichen. Also wenn ich so weiter fresse, dann nicht, aber du weißt, was ich meine. Und so ist es auch, wenn ich fahre. Ich fahre auch immer mit richtigem Abstand und so und gucke, wenn irgendwas passiert, dann will ich auf gar keinen Fall irgendwo reinpreschen. Ich habe es einmal live gesehen, so ein Unfall ist echt nicht cool. So ein frontalen Crash, wo auch 2-3 Tote waren. Echt nicht cool. Also ich habe einmal einen LKW gesehen auf der Gegenspur, der plötzlich nur die Kontrolle verloren hat. Und der ist wirklich wie Papier zerrissen, dieser Wagen, als der auf die, ist der gegen Baum oder gegen was? Ist der, auf jeden Fall ist oben dieses Dach wie Papier eingerissen. Ja. Bei mir war es nichts, bei mir war es das Fahrzeug vor mir, was ohne irgendwelche Anzeichen vorher links ausgeschert hat und dann frontal in den Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge schraubten nach oben. Ich rief die Polizei an dann und wann habe ich ausgesagt? 1,5 oder 2 Jahre später. Welche Farbe hatte das Fahrzeug? Keine Ahnung, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nichts mehr. Ja, aber was erwarten die denn auch nach 1,5 Jahren? Ja, ich meine, aber haben die es auch akzeptiert oder haben die gesagt, erinnern Sie sich? Nein, sicher. Ich habe auch wirklich nur noch im Kopf gehabt, wie diese Fahrbewegung war. Mehr hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber das werde ich auch nicht vergessen. Und ich weiß noch ganz genau, dass es dann so eine Art Zeitlupeneffekt gab. Und ich habe wirklich geguckt, okay, sind irgendwelche, wie bei Werner, da fällt sich meine Bremse. Und ich dachte auch so, okay, ist jetzt irgendwas, was hier gerade in die Luft fliegt. Also es bewegt sich wirklich alles irgendwie langsamer. Und okay, ist nichts. Und dann sind wir durchgefahren. Oder durch die beiden Menschen. Nee, aber das ist also eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte gewesen. Dann wollen wir sie nicht hören, wenn sie fürchterlich ist. Ja. Wir wollen hier nur positive Nachrichten verbreiten. Weil du gerade Tempolimit. Also Tempolimit, das ist auch wieder für mich so eine Debatte. Mittelweg. Tagsüber sage ich, mach das Tempolimit. Gibt es ja einige Argumente für, von wegen ja umweltfreundlicher und wohl auch Studien, die belegen, wobei du kennst mich, ich bin skeptisch bei Studien, aber dass die Stauwahrscheinlichkeit geringer wird, wenn dieses Tempo. Aber nachts, warum soll sich einer nachts an das Tempolimit halten, wenn frei ist? Also dann ist zumindest die Staugefahr für mich jetzt kein Thema mehr. In der Regel nicht. Es gibt sicherlich auch gute Gründe dagegen. Also mir ist das persönlich... Dagegen ist, glaube ich, nur Fahrspaß. Ich komme schneller an. Das ist das einzige Argument dagegen. Ja. Ich bin schneller da und ich habe Spaß. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie jemand, der im besoffenen Kopf auf die Autobahn läuft, den du mitnimmst. Keine Ahnung. Wen nimmst du denn von der Autobahn? Ist da nur irgendein abstraktes Beispiel? Vor ein paar Jahren ist mal jemand mit dem Fahrrad auf die Autobahn gefahren. Ja, ist ja nicht erlaubt. Ja, der wusste es, glaube ich, auch wirklich nicht. Das war ein chinesischer Mitbürger. Der hat sich auch 1000 Mal entschuldigt für den Strafzettel. Ist er in China erlaubt mit dem Fahrrad über den Highway? Ich glaube, der hat das einfach nicht gemerkt, auf was er sich gerade begibt. Und als er drauf war, war es schon zu spät. Andere, oder ein bisschen themenverwandt. Hm? Führerschein, Kontrolle ab einem bestimmten Alter. Ja. Was hältst du davon? Also sagen wir jetzt einfach mal ab 70. Tatsächlich fallen mir gar nicht so häufig hochbetagte Fahrer auf, muss ich zugeben. Also ich habe da... Kennst du nicht den berühmten Opa mit Hut? Doch, aber ich habe nie einen gesehen. Ich kenne natürlich die Geschichten, aber gesehen habe ich noch keinen. Ich habe damals, als ich mit Remscheid gearbeitet habe, auch einer. Der hat seinen Wagen rückwärts runtergesetzt. Ja, da war quasi so 5 Meter Gefälle und war dann auf dem Parkplatz bei uns. Ja gut, wenn du mal guckst, was junge Leute für Unfälle verursachen. Ja, also ein Unfall ist generell niemals ein gutes Anzeichen. Ja, aber auch junge Fahrer, die haben ja einmal eine Probezeit. Mhm. Und wenn dein Verschulden auch festgestellt wird, ich weiß nicht, ob du eine MPU musst du nur machen, wenn du irgendwie den Führerschein aufgrund von Alkohol, Drogenkonsum verloren hast. Vermutlich. Oder gibt es noch andere Gründe, dass du vielleicht auch wegen, ja doch, ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt irgendwie mit 120 in der 30er-Zone einen Unfall machst, dass dein Führerschein weg ist und du eine MPU machen musst. Also gibt es da ja auch eine gewisse Maßnahme für. Weiß ich nicht. Wird da die psychologische Eignung geprüft? Wenn du einfach, also für Raserei? Vielleicht wiederholt? Oder wenn du ein Autorennen machst, mitten in der Fußgängerzone oder so, keine Ahnung. Ja, könnte sein, dass du irgendwie... Ich glaube, da ist dann irrelevant, ob Risiko, du alkoholisiert warst. Risikoverhalten kann gut möglich sein. Ich kenne auch keinen, doch einen kennen wir zusammen, der eine MPU hatte. Und ich habe mal auf YouTube ein Gespräch, also ein fiktionales Gespräch gesehen, wie es ablaufen könnte. Ist wirklich so diese Kleinigkeit. Es wundert mich nicht, warum so viele angeblich da durchfallen. Das sind wirklich diese Feinheiten. Ja, 2-3 Bierchen, dieses Verharmlosen an sich. Weil du Bierchen gesagt hast. Ist schon ein schlechtes Zeichen. Du musst sagen, ich hatte 7 Humpen und hat geschmeckt.
Aber mach ich nicht mehr. Ja, du musst dich halt ganz klar distanzieren, genau. dass du sagst, ja, ich habe auch konkret 3 Bier getrunken, das genau. waren 3 zu viel, man sollte gar nichts trinken und ins Auto fahren, also so, du musst sehr... Du musst ganz klar bekanntet sein, du musst dich auch, im Prinzip musst du dich selber beschmutzen. Ich bin ein Schwein. Ja, so eine Art. Ich hab gesoffen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Ich meine, gut, das wird uns nicht treffen, aber... Und ich werde es wieder tun. Ja, also... Das einzige Argument, was ich dagegen sehe, neben so einer Kontrolle, weil wir haben ja viele Einschränkungen für Leute, die jetzt 70 oder 80 sind. Die Ohren brennen. Du darfst ja sehr, sehr viele Jobs auch gar nicht mehr machen mit dem Alter. Du darfst ja, glaube ich, ab, weiß ich nicht, 45, ab 50 kein Bundesliga-Schiedsrichter mehr sein. Nur als Beispiel zu nennen. Wirklich? Ja. Also ich weiß nicht, ob 45 jetzt wirklich die Altersgrenze ist. Ich kann es gerne checken, wenn du möchtest. Auf jeden Fall gibt es eine Altersgrenze. Wo du dir auch denkst, ist das dann nicht auch Altersdiskriminierung quasi? Wenn jemand, weil der hat's drauf, der kann's ja so wie der bei Ninja Warrior, der hat es offensichtlich nicht drauf. Ja, jetzt ich werd mal den Jungen zeigen, was abgeht. Jetzt hast du es gesagt. Ja, aber wir haben, glaube ich, schon einige versucht zu klagen. Das einzige Argument, was für mich dagegen spricht, wäre halt, wer übernimmt die Kosten? Kannst du das einigen Älteren, weil ein paar wird es immer geben, die fallen dann quasi durchs Raster. Das ist die alte Omi, die ist auf ihren Wagen angewiesen, weil nächste Lidl ist irgendwie 10 Kilometer weit weg. Und der hat eine überschaubare Rente und die kann sich jetzt vielleicht nicht leisten, einmal im Jahr so eine Tauglichkeitsprüfung für 150 Euro zu machen. Naja, dann macht die 15 Euro, vielleicht wäre das schon mal ein Anfang. Dass man die nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, unerschwinglich macht. Aber auch da, das ist auch wieder so eine Konjunktur für irgendeine... Du weißt, die Fahrschulen werden bestimmt nicht sagen dann, ja, Dienst an der Allgemeinheit, die werden sagen, boah, das kostet schon 250 Euro. Bestimmt. Und guck bestimmt. Mal, wenn wir eine Fahrschule hätten, wir würden doch auch schon die Kasse klingeln hören. Wenn wir wissen, ey, wie viele Senioren sind in unserem eine, wenn die alle jedes Jahr, weißt du, dann hast du ein neues Haus in der Karibik. Dann springt die Rechnung sofort an. Also ich glaube, darauf kannst du nicht spekulieren, außer es würde dann staatlich gemacht werden. Ganz ehrlich, ich vermute, dass bald 5G und KI das Fahren übernimmt, also autonomes Fahren, und dass es dann eh passé ist. Dass du auch gar nicht mehr die Möglichkeit hast, in den modernen Fahrzeugen selbst noch Hand ans Steuer zu legen, sondern das registriert dein Alter, du bist... Wie heißt nochmal der von Total Recall? Hallo, Sie fahren mit einem Eggmobil. Genau so. Du bist irgendwie 79 Jahre und 285 Tage alt und bing, ab heute können sie nicht mehr fahren, das Auto fährt alleine. Aber was ist denn dann, wenn es mal so einen wirklichen Ausfall gibt vom Netz? Springt die Versicherung ein. Da wird die Rente, die nicht mehr ausgezahlt wird, wird dann anderswo vergeben. Okay. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich glaube auch, dass das, wenn das kommen würde und es funktioniert, dass es ein großes Wenn ist, dass das natürlich für die Effizienz Gold wert wäre. Ja, das müsste schon laufen wie bei, nicht I Am Legend, bei iRobot. Wie beim Fließband quasi. Genau, so müsste das schon funktionieren, dass dann da wirklich so viele ausgeschlossen sind. An der Effektivität, wobei ich ja nach wie vor nicht an irgendwie fliegende Autos glaube. Das denke ich nicht, dass das kommen wird. Diese Flugtaxis, da ist doch jetzt gerade was patentiert worden. Und ja, soll auch in den nächsten Jahren, ich meine, ich weiß nicht, was so eine Flugfahrt nach... Düsseldorf Hauptbahnhof, wahrscheinlich 250 Euro oder so kostet. Ich werde jetzt dein scheiß Flugtaxi googeln. Guck mal. Flugtaxi. Habe ich letztens noch gesehen. Und noch in Deutschland. Flugtaxis made in Germany. 20.02.2024. Okay. Deckt sich mit meinen Nachrichten. Mal immer das auch. Welches Arschloch irgendwann vom Datenschutz das durchgeboxt hat mit, ja, den Cookies musst du immer zustimmen, du Penner. Und vor allem so, nur die Ausgewählten oder alle? Gib uns alle deine Daten. Es interessiert mich nicht. Kann man nicht am Anfang irgendwo diese, kann man bestimmt irgendwo, jetzt wird wieder einer kommentieren, wisst ihr das nicht, ihr Affen, dass du das in deinem Browser direkt, akzeptiere einfach alles. Mir egal. Lad alles runter, was mein PC nicht zerstört. Alle Cookies akzeptieren. Ja, ich weiß ja, es war ein langer Kampf, dass sowas gemacht wird, aber es ist wirklich nervig. Ich war ja mal bei uns auf der Arbeit in so einer Datenschutz-Schulung, wo ich dann auch ganz klar gesagt habe, ja, aber sorry, wenn das die Arbeit behindert und wenn jetzt der Kunde in diesem Fall einverstanden ist und es ist für den einfacher, per Mail mit mir zu kommunizieren und aus Datenschutzgründen darf ich das nicht, ja, dann verwandelt mich das, dann ist das keine Entlastung oder Sicherheit, sondern Firlefanz. Genau. Das war der Blick von dem sehr, ja, dieser Blick von dem war, da ist bestimmt kein Firlefanz, geht um ihre Daten. Ja, okay. Hast ein bisschen Luft in die Hose, Opa. Dieses Jahr sollen die ersten Flugtaxis abheben.
Zwei deutsche Startups arbeiten schon länger daran. Im nächsten Jahrzehnt werden wir diese Fluggeräte überall um uns herum haben, verspricht Volocopter-Chef Dirk Hucke. Und auch da, ich werde nicht in den ersten Lufttaxis fahren. Ich sehe schon die ersten. Warte, ich will jetzt auch mal so ein Ding sehen hier. Ja, es ist einfach nur ein Helikopter. Also das unterscheidet sich schon gravierend von dem, was ich unter jetzt den fliegenden Autos verstehe. Weil die Helikoptertechnologie ist mir bekannt, Tobi. Also das ist jetzt für mich nicht komplett neu. Flugtaxi. Ja, das, also so eine Helikopternummer, das würde ich auch nicht ausschließen. Ja. Ich schließe aus, dass wir dieses haben, was du klassisch hast, normal aussehendes Auto, hoch und dann, nein, da also, glaube ich nicht. Sollte ich das jemals in irgendeinem Nachrichtenportal lesen, geschweige denn, dass der Fluxkompensator erfunden wird, sage ich sofort Bescheid. Wobei, ich sage dir ganz ehrlich, wir leben aktuell in einer Zeit, dich wird nichts mehr schockieren. Mich wird nichts mehr schockieren. Selbst wenn die jetzt kommen würden und sagen würden, ja gut, heimlich, wir haben den DeLorean gebaut und der funktioniert. Wir können in die Vergangenheit reisen, wir dürfen aber nichts verändern, sonst zerstört das unsere Welt. Gar nichts wird sich für dich verändern. Weil ich es nicht glauben würde. Nein, weil du auch nicht eingeladen wirst, das auszuprobieren. Also das würde dein Leben null verändern. Als ob die sagen, ja, wir haben hier so zwei hässliche Doofärsche aus Duisburg, die schicken wir jetzt zurück. Höchstens, wenn die zu den Römern. Höchstens, wenn die das noch nicht getestet haben. In die Gladiatorenschule. Nee. Also, wärst du eigentlich, sagen wir mal, du wärst bei so einer Vorführung dabei. Und ich kenne dich ja. Glaubst du, ich muss jetzt schon lachen. Was denn? Nur wegen meinen Gedanken. Wo fahre ich denn hin? Ins Mittelalter, wette ich. Du wärst nur mit dabei. Ja. Und du siehst zwei andere, die machen diesen Probelauf. Und die sagen so, ja gut, wir gehen mal in diese Zeit, ne, altes Rom. Wir schicken die nur ganz kurz hin. Schon dieser Morgenstern, der auf mich runterrasselt. Versammelte Mannschaft, so die werden kurz dahin geschickt, die fahren auch danach direkt wieder quasi vor. Aber du siehst, der eine, der hat schon diesen Speer in der Brust und der ist tot. Könntest du dein Lachen unterdrücken vor diesen ganzen Wissenschaftlern und alle wären schockiert? Oder müsstest du dich laut kaputt lachen, wenn der diesen Speer sofort, also das ist ja für dich eine Sekunde, wir schicken den los, der kommt wieder und hat direkt diesen Speer in der Brust. Ich weiß nicht, denn so schockierend wie diese Aktion ist, du würdest dich kaputt lachen. Das Bild an sich hat schon was Komisches. Vielleicht sind wir da auch geschädigt einfach von Hollywood. Wir sind einfach Assis. Wir sind schadenfroh Penner, sind wir. Ja. Also, ja. Ich würde es gerne anders ausdrücken, aber. Ja. Ne, extrem asoziale Nummer. Da gab es mal einen Fall, wo ein Kollege von uns bei strömenden Regen durch eine tiefe Pfütze gefahren ist. Ja, Moment. Ich war nicht dabei. Ja, aber ist so ein Kollege von uns. Ja, ich war aber nicht dabei. Ich bin dort gewesen, auf jeden Fall. Und er hat lange, lange gewartet, bis jemand kommt von der anderen Seite. Du weißt doch, wie der Zufall manchmal so will. Jetzt ist das bestimmt einer unserer Zuhörer. Ich wusste, ich kenne den irgendwo ja und sein Lachen. War ein paar Mal zu schnell und er war auch ein paar Mal zu langsam. Ich war außenstehend, habe das quasi beobachtet. Und einmal hat es genau gepasst und da waren sogar zwei. Einmal ein Fahrradfahrer, der von der Gegenseite kam und ein normaler Fußgänger. Und der hat wirklich dieser Schweif, ne? Also der stand quasi an der Ampel. Der stand nicht an der Ampel. Der Wagen ist durch die Pfütze gefahren und dann kam die Wasserfontäne über den. Boah, was für eine Fontäne. Und du hörst so, oh, fuck. Der war wirklich pitschnass. Und du siehst das und du, also denkst dir, wenn jetzt ein Komet runterkommt, ist mir das egal, weil du glücklich stirbst. Ich musste wirklich, ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie so gelacht. Weil der vor allen Dingen das Wasser nur ausgespuckt hat, ne? Dieses dreckige Pfützenbrackwasser, wo schon jeder Hund reingepisst hat. Und das kriegst du auch auf deine ganzen Klamotten, dein ganzes Gesicht ist voll damit. Und das ist mega assi, brauchen wir nicht, also wenn ich das gewesen wäre, ehrlich, ich hätte dich gejagt. Aber Predator-Style. Ich weiß nicht. Aber das nenne ich so, das war so surreal für mich. Ich bin im Traum und manchmal hast du das ja, träumst irgendwas Witziges, du wachst auf und hast voll die Tränen im Auge. Weil du gelacht hast. Und ich konnte wirklich, ich konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte auch gar keinen Laut rausbekommen, weil die Atmung nicht mehr funktioniert hat. Ich musste gucken, dass ich mich nicht einscheiße. Wirklich, meine ganze zerebrale Konzentration hat sich dahingehend konzentriert, dass ich mich nicht einnässe. Das wäre es wert gewesen. Aber hallo, wäre es das wert gewesen. Da hätte ich mit Stolz, würde ich das erzählen. Ja, gut, wir sind ja schon schadenfroh. Ne? Boah, kann man ja nicht sagen. Ich habe dir erzählt von diesem, ja, Opa klingt immer so böse, der war sich 60, der mir nur entgegenkam im Marktkauf. Wie kennen wir allein zu Hause, dem nur diese Papiertüte mit all seinen Einkäufen gerissen ist. Und hinter ihm, wir haben nur geguckt, so einen Bogen gemacht. Ne? Ich habe auch, mein erster Gedanke war, ich will dir ja auch helfen, ne, aber
der hat die Sachen dann schon wieder so zusammengeschoben und der war rüstig. Also der ist schnell in die Knie gegangen und dieses, ne, kurz geguckt, okay, der schafft das schon. Der war auch einfach nur, ich glaube auch, den hat nicht so sehr abgefuckt, dass da jetzt ein paar Sachen rausgefallen ist, sondern dass alle anderen das auch noch gesehen haben und quasi gelacht und gespottet haben. Das ist ja auch mies. Ist es, wobei, was soll's, kann er jetzt nichts für. Ist ja halt auch. Nein, ich bin als Kind in den Brunnen gefallen. Was meinst du, wie die alle gelacht haben? Ich war 10, 11 Jahre vielleicht und. So wie Bart? Wie war es denn bei dem? Der hat doch dieses Ding jetzt nein, gelassen und dann ist er selber reingefallen. Ich würde das einfach so sagen, schön wär's, dann wäre ich ja vielleicht tot. Der Brunnen, der ist nur, keine Ahnung, 30 Zentimeter tief gewesen und ich bin da an dem. So ein Wasserbrunnen, oder? Ja, du kennst den in der Stadtmitte, wo diese ganzen Fontänen rausschießen, 2, 3 Stück. Und ich bin an dem Rand entlang gelaufen und irgendwie muss ich die Balance verloren haben. Am helllichten Tag. Und ich sehe nur, ich gucke unter Wasser, ich komme raus, alle gucken mich an, du bist der Arsch der Nation quasi. Und jetzt versucht man da irgendwie so unbemerkt wegzukommen. Du triefst ja wirklich. Jetzt, wo du das sagst, auch diese so Kindheit. Ich bin mir da, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das falsch in Erinnerung habe oder ob mein Verstand quasi so eine Kernangst, ob der das so geblockt hat und ich mich nicht an das genaue Szenario erinnere, einfach damit ich nicht so eine extreme Angst vor der Situation entwickle. Ich weiß nämlich, ich bin im Zoo bei der Vorführung von dem, da war so ein Beluga-Wal. Ich wurde mitgezogen, ich bin in das Boot reingegangen und ich wurde mitgezogen von dem Wal. Und ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe 2 Szenarien im Kopf, an die ich mich beide erinnere, als wäre das so eingetreten. Einmal, wir sind einfach nur gefahren, aber ein anderes Szenario, ich bin reingefallen ins Wasser. Es ist nichts passiert, aber dieser Wal kam halt auf mich zugeschwommen. Und das war als so, keine Ahnung, als 10-Jähriger so ein großes Säugetier, ne, ich sag jetzt Fisch, Wal ist kein Fisch, ne, aber Panik, also wirklich so eine 100%. Wo du, das ist immer noch, wenn ich jetzt in so einem auch in einem Schwimmbad oder so bin. Und du guckst runter, alles ist dunkel da hinten. Und du bist auch alleine vielleicht, in diesem, wenn du deine Bahnen ziehst. Ich habe immer dieses ungute Gefühl, irgendwas ist unten in der Tiefe. Oder ich glaub, das ist aber normal, dass du so runter guckst und guckst dann in die Tiefe, da wo es ein bisschen dunkler wird. Und du hast so im Kopf irgendwas konkret auf mich zugeschwommen. Das ist, glaube ich, normal. Also ich das ist weiß, so eine Urangst. Ich weiß da jetzt ehrlich nicht, ob das sowas ist. So wie bei, wo war das? Ja, warst du allein im Zoo? Nein, meine Mutter, die war. Was sagt die dazu? Die wird sich auch erinnern können, dass du da mit dem Beluga-Wal getanzt hast. Die hat sowas vergessen. Die hatte selber keine Panik. Und ich weiß in dem Fall nicht, ich weiß nicht, ob das bei Dark Knight war oder irgendwas hier mit Scarecrow, als der nur dieses Dr. Dings ist nicht mehr zu Hause. Als der quasi abgeschaltet hat, ja. Weil er sich dieser Angst jetzt nicht stellt. Der hat quasi dann so eine Flucht davor gefunden. Ob das jetzt von meinem Verstand auch so eine Möglichkeit ist, wir schützen den Kerl davor jetzt, dass der nicht so eine permanente Angst vor Wasser oder vor Tieren oder keine Ahnung was entwickelt. Kann ich dir echt nicht sagen. Welches denn? Ich muss vielleicht wirklich mal meine Mutter fragen, was stimmt denn? Sagt die, ja klar, du hast da geschwommen. Oder die haben dich damit so einem Kescher wieder rausgeholt.